Hallöchen! Herzlich willkommen zu meinem ersten Schmetterlingstutorial. Zunächst starte ich erst einmal mit Weiß und in einem 45 Grad Winkel und benutze dafür mein Schwämmchen. Ich gehe fast hoch bis zu meiner Haarlinie und unterm Auge mache ich dann nochmal einen 45 Grad Winkel mit dem Weiß, aber ungefähr die Hälfte des oberen Flügels. Dann nehme ich einen Split Cake meiner Wahl. Ich habe mich für rosa entschieden und gebe dem Flügel eine Form. Und gehe noch einmal in den Flügel hinein als kleine Dekoration. Auch unterm Flügel mache ich das gleiche und verdecke fast das gesamte Weiß mit dem Split Cake. Dann nehme ich mir eine komplett andere Farbe, die sehr gegensätzlich ist, damit man einen viel knalligeren Effekt hat, und mache eine Art Blumenform als Muster. Und gehe mit dem gleichen Split Cake auch in die vier Flügel hinein als kleine Dekoration in den Flügel. Dann benutze ich einen 4-Punkt-runden Pinsel und mache ein paar Punkte in die Mitte der Blüte und umrande diese mit dem gleichen Pinsel und mit weißer Farbe. Dann mache ich drei Teardrops als Fühler. Insgesamt 6 Teardrops, 3 Teardrops pro Fühler, und umrande dann die gesamten Flügel nochmal mit der weißen Farbe. Zum Schluss mache ich noch ein paar Punkte überall hinein in die Flügel, einfach als kleine Dekoration zum Abrunden, und fertig ist das Design. Tada!